Hallo Dampfer, da bin ich wieder. Es geht weiter zum zweiten Teil des 69 Mods. Und zwar wollen wir den mal ein bisschen auseinandernehmen und den uns mal vom Nahen anschauen. So. Und da fange ich auch gleich mit der Kopfeinheit an. Und dann geht's weiter. Ja, wie sieht man denn, ob es Edelstahl ist oder nicht? Ganz einfach, man hält einen Magneten dran. Wenn er kleben bleibt, weiß man, es ist kein Edelstahl. So, jetzt halte ich den Magneten mal weg und siehe da, Magnet fällt runter, also es ist Edelstahl. So, jetzt mache ich das hier mal und man sieht, Magnet bleibt haften. Das ist kein Edelstahl. Alle Edelmetalle bleiben an einem Magneten nicht kleben. So. So, jetzt geht's weiter. Luftzugregulierung. Also dieses Teil hier möchte ich zeigen. So. Kontern und drehend herausziehen. So. Also ist es einfach so ein Ring mit zwei Löchern. Aha. Und was hat das hier? Man sieht, fast genau verarbeitet. Aha. Schön poliert, ohne gerade gar nichts. Wunderbar. Innenseite, Außenseite. Weiter geht's. So. Jetzt sieht man hier diese Kerbung. Ist 1 bis 2 mm hoch. Hier. Hier. Ich sag mal 2 mm. Dann, wo das Ohrring ist, hier dieser Stück bis unten hin, ist gleich, außer die Kerbung am Ohrring. Wir drehen, wir drehen, wir drehen, wir drehen, wir drehen, wir drehen. Und sieh da, da sind die Löcher. Hier sind nochmal zwei Punkte da reingebohrt worden, um zu markieren, wo die Löcher sind. Sehr genial gemacht. Aha. Ja, wunderbar. Aha. Ja, meine Idee ist, man kann das doch irgendwie kopieren und auf der GD Stealth einbauen. So sieht nämlich dieses ganze Teil aus. Clever gemacht. Aber echt clever gemacht. Ob jetzt der Pin von der GGTS hier reingeht, das weiß ich nicht. Das werde ich später mal probieren. Ich will das Teil jetzt nicht so demontieren. Das habe ich hier halt gern gemacht. So, wenn es mal undicht wird oder so. Und ich habe den Karton mal ein bisschen überfüllt. So, jetzt gehe ich hier wieder einfach so zu. Und jetzt Achtung. Man sieht hier eine kleine Kerbung. Ich sag mal, das ist der Überrest ist ein bisschen zu viel. Also hier ist 0,01,2. Sag ich mal, müsste das noch runter. 0,01,2. Das da hier kennen wir ja schon bereits. Der Taster ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also der hat nicht dieses Drückgefühl wie bei der GGTS. Also da gibt es echt einen großen Unterschied. Und die Feder, die, ja, die nervt mich. Also die ist eher so, ja, mehr als Witz. Aber schön bleibt der Mod trotzdem.
Die kleine Cap. Das da hier ist alles so eine Kupfer-Bronz-Legierung und mit einer vergoldeten Beschichtung oben drauf, ja. Zur genauen Information. Kupfer-Bronz-Legierung vergoldet. Mehr ist es nicht. So. Und dann setzen wir das Biest wieder hier ein. Moment. Vergleich. Das ist so Vergleich. Wie gesagt, der ist schmaler. Der ist sogar schmaler als der Provari. Der liegt so echt super in der Hand. Also so. So gefällt er mir sogar. Den gibt es auch in so einer Eric's Edition, aber naja, ich mag halt mehr das Glänzende. So. Und hauen wir wieder den Kick rein. Also Kartomizer mit Kick laufen einfach irgendwie fantastisch. Passen wir den mal genau an. So. Aha. Jetzt ist die Luftzufuhr total zu, jetzt mache ich die ganz auf. Ist einfach gut. Ja, ist okay. Aber es geht auch anders. Und zwar schrauben wir hier diese Einheit auf. Schrauben diese Deckel hier
einfach hier hin. Umdrehen das Ganze. Und jetzt werde ich mal sehen, ob es da einen Unterschied gibt. Ist der Taster nach unten, gibt es einen Voltlos. Aber das zeige ich im dritten Teil. Das will ich mal ausmessen und sehen, wie viel genau das ist. Aha. Und schon haben wir den GD-Modus. Ja, aber das Gefühl von der GD hat er nicht. Die GG ist so schon schwerer, die ist so ohne Batterie schwerer, also ich habe wirklich keine Batterie drin. Moment. Und die ist schwerer. Ohne Batterie. Also... GG ist um einiges massiver. Obwohl die ist auch massiv verarbeitet, aber die ist sehr leicht. Ne? Aber im Gegensatz, also die ist doppelt so schwer ohne Batterie. Und die hat eine Batterie drin. Ja, und ich nehme den mal. Da ist das sogar schwerer. Also hier mein vom Steam Machine auch. Der ist hier da drauf. Provari. Ja, trotzdem, die GTS ist immer noch schwerer, sogar als der Provari. Moment. Ich habe ja hier noch so. Aha. Ja. Hier habe ich mein GLV. Ja, also, wie ihr seht, ist der Bolt von Qualität meilenweit entfernt. Ich muss ihn sogar mehr mit einem extra Adapter betreiben, weil das Innengewinde nicht auf dem GLV passt. Also, die Gewinde vom GLV sind ein bisschen zu groß. Dampft gut. Er dampft gut. GLV. Eins meiner Lieblings-S-Verdampfern. Mittlerweile geworden. Der schmeckt mir halt einfach besser. Kühler Dampf. K-Dit ist auch gut. Steam Machine, Genie ist auch gut, aber GLV schmeckt mir einfach besser. Mann, also der Knopf von Provari ist im Gegensatz zu diesem Druckpunkt
ja, um einiges besser. Wie gesagt, es ist gewöhnungsbedürftig, aber dennoch immer noch sehr gut. Also wenn ich das so mit anderen Mods vergleichen muss, Luftzufuhr funktioniert super. Ja, jetzt werde ich mal sehen, was hier so los ist mit dieser Luftzufuhr. Ich mache sogar den Adapter raus, den mitgelieferten, den extra Adapter mache ich raus. Und schraube jetzt den hier rein, um einfach mal jetzt den Luftwiderstand richtig zu testen. Okay, das ist schon mal soweit in Ordnung. Hier hatte ich den ja ganz auf, also mache ich jetzt hier auch ganz auf. Ja, der ist fester. Der ist ein bisschen fester. Wie gesagt, so 20% hat er schon. Und klar, 18650er drauf. Aber jetzt ist halt eine Gigi, ja. Ist nicht irgendwas. Und jetzt wieder zu dem. Luftlöcher sind total zentriert, also auf Maximum. Ja, also 20-25%, so wie ich gesagt habe. Also ich sage da nichts Falsches. Ist schon so. Aber funktionieren beide hervorragend. Der halt ein bisschen besser. Im dritten Teil. Moment. Was ich halt auch schön finde, ist, dass sie sowas mitgegeben haben. Also, Moment, jetzt werde ich den mal hier. Kick rausnehmen. Das hier auch. Drehen. Es gefällt mir, dass er so klein aussieht, ne? Der sieht echt klein aus. So, am Anfang denkst du ja, ey, was ist das denn für ein Ding? Und dann wird es zum Monster. Das gefällt mir an dem. Bei einer Gigi siehst du gleich, dass es ein Monster ist. Ja. Yeah. Ein Monster war an Vielfältigkeit, ja.
Fahrzeug ist Steckdampfen, 3 Volt dampfen. So, das gefällt mir hier. Der ist so mini. Und dann hat er hier halt so eine schöne Tasche. Ja, Atmo Mechani GA. Und ja, die ist, naja, so kann man nicht meckern für diese Tasche. Kommt der hier so rein, klack. Ja, und kann dann schön auf den Tannenbaum gehängt werden. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ja, ja, ich musste das mal in der Schule singen. Oder das Lied vom Bruder Jakob musste ich auch singen. Ja, ja. Oder, ach meine Güte, dann gab es ja noch das Lied von der Laterne, Laterne. Aha, aha. Also, ein paar Gehirnzellen funktionieren doch noch. Ist doch der Hammer. Ihr seht, der von ProBeb ist halt was ganz anderes, 14500er. Schade, dass es für den keinen Kick gibt. Also Kick für 14500er Batterien. Das wäre auch mal eine gute Idee. Ja, mal sehen, vielleicht kommt das ja noch auf den Markt. So, jetzt mache ich hier die große Extension mal drauf. Mal sehen, wie der aussehen wird. Muss ich hier wieder kräftig schrauben. Ist ja doch tatsächlich etwas größer und die Optik ist auch etwas anders. Naja, mal sehen, Batterie rausnehmen. Vielleicht kommt er jetzt der GG irgendwie gleich. Selbst dann ist die GT größer. So, im nächsten Teil sehen wir mit dem Multimeter-Test. Wird da auch mal durchgezogen. Und ja, dann könnt ihr selbst entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Ich bin bis jetzt zufrieden. Mal sehen, wie es bei der Multimeter-Messung wird. Da werde ich auch mit einer GG einen Test machen. Mit Multimeter. Und als Testgerät werde ich den DIT benutzen. Den kann man direkt an den Polen abmessen. Und das ist sehr praktisch. So, vielen Dank fürs Reinschauen. Viele schöne, tolle neue Videos mit schönen, tollen neuen Geräten und tschüss.